Jo Leute, was geht ab und ein herzliches Willkommen hier auf diesem Kanal. Und zwar gehen wir rein in unsere My Team Season. Und ja, ich dachte mir zuerst Newcomer-Herausforderung im Mittelfeld oder Meisterschaftskandidaten. Und ich dachte mir, eine richtige Karriere braucht ein Newcomer-Team. Abonniert den Channel gern kostenlos für jeden zweiten Tag, sollte es jetzt eine My Team Season geben. Schaut auch gerne auf IT-Gaming auf Instagram und auch gerne auf AIDS-Tobi auf TikTok vorbei. Wir sind hier in der Einführung zu My Team, deswegen auch eine etwas längere Folge. Aber ich habe auch so geplant, so zwischen 20 und 30 Minuten Videos. Glaube ich, ist auch okay, da bringen wir Großteil des Rennens rein, auch Qualifying und so weiter. Und sehr weirde Sachen werden heute noch passieren im Rennen auf jeden Fall. Jetzt leider ein bisschen das Management-Zeug. Das ist für mich auch so die schwierigsten Sachen. Hier mal unseren Charakter erstellen. Ich habe das vorher auch ein bisschen verschnellert. Natürlich für Österreich, mein Vorname und auch mein Nachname. Salat. Natürlich gibt es wieder nicht Tobias, deswegen müssen wir den Wissenschaftler nehmen. Aber die 99 ist frei. Immerhin können wir mit der jetzt fahren. Joe hat meine 24, mit der ich immer gefahren bin. Leider. Weil die 24 wäre echt ziemlich cool. Die Rennanzüge werden sich nochmal ein bisschen ändern. Ihr habt doch vermutlich das Cover gesehen, wo sich, ja, unser neues Auto befindet. Ein bisschen inspiriert von, ich erzähle nachher, wenn ich das Design wähle. Mit einem Yeah, weil das so richtig, ich weiß nicht, ob wir das die erste Season hören werden. Podium kann ich mir gut vorstellen, dass wir schaffen, aber das Yeah wird schwierig. Und hier, genau, Dankeschön für die Einführung. Ich habe die Hälfte komplett überredet. Ich hoffe, man konnte ihn trotzdem ein bisschen verstehen. Also das Einfachste ist der Teamname. Für mich nicht. Ich habe mich dann für eine ganz klassische Variante, meine zwei Anfangsbuchstaben, TG, also TG Racing. Vielleicht ändert sich der Name auch nochmal. Weiß nicht genau. Also ich habe ja auch gefragt, ob ihr vielleicht Bock drauf hättet, ein neues Team oder ein altes Team wieder in die Formel 1 zu holen. Da haben noch viele gemeint, Lamborghini und so. Werden wir auf jeden Fall auch versuchen. Ich werde probieren, vielleicht parallel noch eine zweite Mal Teamkarriere zu starten. Vielleicht auch im Stream, falls ihr Bock drauf habt. Und dann hier wird es ziemlich interessant. Außerdem zahlt er uns ein wertvolles wöchentliches Einkommen. Jeder Sponsor hat ein bestimmtes Ziel, das unser Team erreichen muss. Und jetzt wird es interessant. Erhalten wir von unserem Sponsor zusätzlich einen Zielbonus. So, jetzt wird es interessant. Hier verdienen während deiner Season 15 Konstrukteur-Weltmeisterschaftspunkte ist eigentlich okay. Und dachte mir auch, das ist sehr schaffbar. Aber auch das hier, während deiner Season müssen wir zweimal in den Punkten sein. Und ich glaube für 4,5 Millionen, auch die 15 Konstrukteurs-Weltmeisterschaftspunkte sind, denke ich mal, schaffbar. Auch wenn wir uns vermutlich jetzt mit einem sehr kleinen, also wir müssen uns ja mit einem kleinen Budget, wir müssen mit einem kleinen Budget Vorlieb nehmen und das sind die hinteren eigentlich, ja, ich muss eigentlich mit einem hohen Budget reingehen und ich denke mal, zweimal in den Punkten abschließen ist eigentlich drin. Ohne Triebwerk kann unser Wagen nun mal schlecht fahren. Jetzt wird es noch interessanter. Jetzt kommt unser Motor. Wir haben den Renault E-Tech, den Powertrains von Red Bull, beziehungsweise eigentlich ist es ja ein Honda-Motor, den Mercedes-Motor, der wahrscheinlich nicht in Frage kommen wird, oder wahrscheinlich der gar nicht in Frage kommen wird, der perfekte Ferrari-Motor. 95 Performance, 97 Strapazierfähigkeit. Und das ist halt auch da, wo ich mich ein bisschen sehe. Die Strapazierfähigkeit fehlt mir bei Red Bull ein bisschen. Warum die so schlecht ist, ich habe absolut keine Ahnung. Aber es ist preis-leistungsmäßig, ist, denke ich mal, der Red Bull ja einfach das beste Auto. Wir haben 90 Performance, dafür leider nur 81 Strapazierfähigkeit. Wir nehmen trotzdem den Red Bull und jetzt wird es noch interessant. Welchen Fahrer nehmen wir uns? Natürlich, wir haben hier mal Oscar Piastri ins Auge gestochen. Er wäre halt so der perfekte Fahrer. Wäre auch schon vom Lance bereit. Nur das Problem ist halt, ich lasse ihn jetzt hier mal kurz reden. Hat ein Fahrer genug Anerkennung gesammelt, steigt er ein Level auf. Je höher das Level eines Fahrers ist, desto mehr Anerkennung verschafft er seinem derzeitigen Team. Und je schneller sich unser Teamlevel erhöht, desto schneller steigt unser Einkommen. Je mehr Erfahrung ein Fahrer hat, desto mehr Ressourcenpunkte können für Fahrzeug-Upgrades verdient werden. Rennkunst ist die Kunst, erfolgreich zu überholen, wenn sich die Gelegenheit bietet. Aufmerksamkeit ist die Fähigkeit, Fehler und Unfälle zu vermeiden. Tempo beschreibt die Fähigkeit, schnelle Rundenzeiten zu fahren. Konzentration ist die aktuelle Form und seelische Verfassung. Wertung ist eine Zusammenfassung aller Fähigkeiten. Das Problem ist halt bei Oscar Piastri, dass er unfassbar teuer ist. Aber das sind alle hier. Also wir könnten uns 200.000 einsparen, wenn wir nur Drugovic, Lawson oder Aitken nehmen. Aitken hatten wir schon, der war jetzt auch nie so stabil. Deswegen habe ich mich für Liam Lawson entschieden. Und jetzt hier ein radikaler Sprung.
zum Designfinder. Und ich dachte mir zuerst, ich wollte ein bisschen rumexperimentieren. Mir ist aber die ganze Zeit diese wunderschöne Lackierung ins Auge gestochen, was einfach die perfekten Farben hat. Deswegen müssen wir auch nochmal unsere Rennanzüge ändern. Ich erinnere jetzt ein bisschen an Gulf Air. Die Farben gibt's aber in der Kombi auch auf keinem Ort. Und deswegen werden wir das geniale Design für unsere erste Season nehmen. Babyblau und Orange. Zwei sehr schöne Farben und Schwarz natürlich. Eine coole Farbkombi. Auch das werden unsere Team-Brandings sein. Nein, nicht nur Team-Branding, sondern auch unter anderem unsere Team-Farben. Natürlich, das finde ich auch ziemlich cool. Ein Zahnrad, das sich unendlich weiter dreht. Steht natürlich auch für unseren unendlichen Willen, eine Weltmeisterschaft zu holen. Ich habe mir jetzt mal das Branding so überlegt. Und das ist unser Team. Die Rennanzüge sind noch nicht final, aber die werden wir auch vermutlich in ein paar Sessions und so sehen. So, hier die Hauptfarbe wird Orange. Die Zweitfarbe wird... die Zweitfarbe sind halt nur diese Stiche, egal. Egal. Und die Drittfarbe wird dann, die Drittfarbe ist dann hellblau. Ja, finde ich okay, sieht ziemlich cool aus und ist halt fresh. Das passt halt richtig da rein. Hierher zurück. Wenn du bereit bist, drücke weiter. Dann gelangst du zum Team Hauptquartier und wir können anfangen, uns an die Spitze der Formel 1 vorzukämpfen. Und wir gehen jetzt zu unserem ersten Auftrag zum Interview hier in einem echt schönen Headquarter. Wow, guck dich das mal an. Es ist ein bisschen laggy noch. Besonderen Ausgabe von Paddock Pass. Wir sind hier im Hauptquartier Will Baxton hier. Formel 1 Teams und bekommen gleich einen exklusiven Einblick auf das, womit Sie den Sport bereichern wollen. Die wird hier schon wieder auch schon fleißiger Motor gearbeitet. Das Team im Feld zu begrüßen. Dieses Mal ist es jedoch etwas ganz Besonderes, da die Autos dieses Jahr völlig anders aussehen. Ja, die lange erwarteten neuen Reglements sind endlich da und mit ihnen beginnt eine neue Ära. Finde ich ziemlich cool, dass unten jetzt das Logo drauf ist und vor allem die 99. Unser Auto, ach die Bremsabdeckung, da hätte ich mir ein bisschen mehr Diversität hätte ich mir da gewünscht. Dass man vielleicht auch die Bremsfarben und so einstellen kann, wäre ziemlich cool gewesen, wenn man auch ein bisschen mehr am Design ändern hätte können. Trotzdem echt ziemlich cool, auch mit diesen wunderbaren Einblendungen hier. Ich glaube auch hier im Hintergrund redet die ganze Zeit Will und so. Aber trotzdem, einfach nur genial. Aber sehen wir uns zuerst die Enthüllung des Autos an, bevor wir den Eigentümer dieses brandneuen Formel 1 Teams. Eigentlich den größten Teil haben wir jetzt hinter uns. Das Problem ist noch natürlich, ja, die Autovorstellung natürlich. Hier die Interviews wollte ich euch mal ersparen. Hier sehen wir Will Baxton und so weiter. Ich wollte euch die Interviews echt ersparen, deswegen. Es ist nur langweilig und viel Lesezeugs. Bei der einen Frage wollte ich noch sagen, da gibt es auch die eine Frage, an welchen Zweig ich am meisten stolz bin. Und da habe ich B gedrückt, weil man nicht für einen Strang an sich stolz sein kann, weil es ist eine Hand-in-Hand-Arbeit beim ganzen Auto. Und hier können wir mal gucken, wer alles so im Game drin ist. Wir haben unter anderem natürlich wieder Michael Schumacher, Ayrton Senna, Alain Prost, aber auch Jacques Villeneuve als Weltmeister 97, Jenson Button, Felipe Massa, David Coulthard, Nico Hülkenberg und Mark Webber sind die neuen Icons auch hier drin. Sozusagen als Nicht-Weltmeister haben wir auch die neuen Icons drin. Wir haben aber natürlich, dürfen wir nicht vergessen, den siebenfachen Weltmeister Lewis Hamilton mit einem 94er Rating, aber auch Max Verstappen, den amtierenden Weltmeister mit 94er Rating. Dahinter fällt man ein bisschen ab. Der drittbeste Fahrer ist Taiko. Wo sind die anderen? Leclerc hat den 92er, genau. Leclerc ist der drittbeste Fahrer. Und jetzt gehen wir ins erste Training. Ich wollte nämlich einmal einen kurzen Blick darauf werfen mit euch, wie sich das Ganze... Es gibt neue Trainingsprogramme, jetzt nicht ganz. Es gibt unter anderem eine neue Grafik für die Rennstrategie und eine neue Grafik für Rennpace. Und auch für die Reifenabnutzung gibt es eine neue Grafik. Man hat jetzt so einen Strich, der jetzt unten rot ist, in der Mitte grün, etwas breiter und ganz oben lila. Lila schaffst du echt ziemlich schwierig, ist es lila zu schaffen. Und wir sind hier das erste Mal mit unserem Auto. Und das ist schon Q3, es ist Q2, wir haben es ins Q2 geschafft. Ich bin sehr verwundert. Wir fahren
eine ordentliche Pace. Das Handling, nochmal um da drauf zurückzukommen, ist etwas schwieriger. Hier raus aus der Kurve, den Körper ein bisschen mitgenommen. Ich bin Controller-Player auf jeden Fall. Und überall, wirklich, alles, was du hier berührst. Wir haben Untersteuern. Wenn du zu früh zu viel Gas gibst, vibriert der Controller, weil Untersteuern ist. Wenn du auf den Curb kommst, vibriert der Controller. Wenn du bremst, zu fest, zu lange, vibriert der Controller. Und das ist ein bisschen viel vibrieren und das musst du auch mal visuell ein bisschen verstehen, auch natürlich gefühlstechnisch, ein bisschen verstehen, weil das echt sehr, sehr tricky ist manchmal, dass man das Ganze versteht. Und da musst du echt mal ein bisschen reinkommen. Für mich war es am Anfang jetzt auch nicht so einfach, da reinzukommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir konnten auch jetzt ein paar Mal die schnellste Rennrunde fahren, aber auch nur, weil wirklich der Verkehr enorm hier ist. Die KI ist noch ein bisschen lost. Man sieht es auch hier, der bremst, fährt aus der Box raus, bremst dann ab, bleibt dann einfach auf der Straße stehen. Auch manchmal, wenn du von der schnellen Runde fertig bist, in der dritten Kurve dann abbremst und er fährt seine schnelle Runde, bremst dann auch einfach ab, weil er glaubt, du bist auf der schnellen Runde. Und das, ja, das gehört natürlich ein bisschen angeglichen mit dem Patch. Wir sind hier eigentlich ordentlich in Q2 durchgekommen, mit dem 8. Platz, natürlich 1,5 Sekunden langsamer als der erste. Ferrari einfach eine Macht in dem Game und so ist es leider auch, dass Ferrari unnormal gut ist, wirklich. Die sind genau wie in Wirklichkeit übertrieben gut, die kannst du auch nicht einholen. Aber im Rennen wird heute noch einiges passieren, das kann ich euch versprechen. Da wird richtig was noch abgehen. Ich bin sehr gespannt, bleibt dran auf jeden Fall, abonniert den Channel, wie gesagt. Wir sind hier in Q3 und ich bin noch nur einen Run gefahren, weil ich dann im zweiten einfach das Time-Management verkackt habe. War dann ein bisschen im Zeitstress bei der schnellen Runde und konnte dann auch nicht die perfekte Runde abliefern. Salah war hier, ja nicht mal hier, da merkst du auch schon, das Auto sehr, sehr instabil noch, auch mit dem Setup finden, das ist komplett anders wie im anderen Formel 1. Ich musste mal ein bisschen gucken, wie was waren. Vorne etwas niedriger, aber eine niedriger 10er-Zahl habe ich immer so, 12, 15, manchmal auch 20, je nachdem. Und hinten dann eine niedrige 30er, aber auch tendierend zu einer höheren 20, also so 25, 31, so in dem Spiel, da musst du auch ein bisschen variieren auf jeden Fall. Vorne kannst du auch runterdrehen und draufdrehen, wie du willst, jedes Mal. Und auch so, von dem Setup technisch her hat sich nicht sonst viel geändert. Man hat jetzt bei den Reifeinstellungen, glaube ich, hat man ein bisschen mehr Luft, glaube ich, kann man reinlassen. Aber ja, Setup-technisch, da ist noch ordentlich Luft nach oben natürlich. Das war mein drittes Rennen zu dem Zeitpunkt und das tut mir natürlich leid, dass ich dann noch nicht der perfekte Setup habe. Jetzt kommen wir über die Linie. Es reicht mal, um eine halbe Sekunde langsamer zu sein wie Max Verstappen. Aber wir waren mal schneller wie Mercedes und vor allem wie Charles Leclerc. Aber waren jetzt trotzdem eine Sekunde langsamer als die Spitze. Unser Teamkollege hat sich auf einen grandiosen 14. Platz qualifiziert. Wir auf dem 8. Platz. Jetzt bin ich mal gespannt, wie wir das ganze Rennen machen können. Salah. Ja, natürlich ist auch unser Fahrer ein bisschen besser, muss man sagen. Aber das Ganze kann sich natürlich noch ändern, auf jeden Fall. Nach Monaten voller Gerüchte und Spekulationen sind wir heute wieder da, mit dem Eröffnungsrennen einer vielversprechenden Saison. Ich heiße Sie herzlich willkommen zum ersten Rennen der diesjährigen Formel 1 Weltmeisterschaft. Heute wird auf dem 5,4 Kilometer langen und wunderschönen Bahrain International Circuit mit seinen 15 Kurven gefahren. Achten Sie auf die oftmals blockierenden linken Vorderräder der Autos auf dem Weg hinunter in die heikle Bremszone vor Kurve 10. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Charles Leclerc startet aus der Pole Position und daneben steht Max Verstappen. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Sainz, Hamilton, Sergio Perez und Russell, der Wissenschaftler, Bottas, Fernando Alonso und Kevin Magnussen, Norris, Mick Schumacher, Esteban Ocon und Gasly, Tsunoda, Joe, Daniel Ricciardo und Liam Lawson, Albon, Stroll, Vettel und Nicolas Latifi. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten.
So Leute, diese Leute von Sky haben das ziemlich gut gemacht und wir sind hier wieder zurück, wir sind back und ich musste natürlich die Einführungsrunde fahren im Immersiv-Modus, weil ich mich selbst probieren möchte hier, perfekten Start, die perfekte Startposition hinzubringen und deswegen tue ich mir hier die Qualifying-Runde an, beziehungsweise die, die Einführungsrunde tun wir uns hier an. Ich möchte es schaffen, den bestmöglichen Start hinzubekommen und jetzt, ja, rauf. Ich bin natürlich ein bisschen voreilig, ich habe hier Russell auch gleich beim Start überholt, der vor uns starten wird. Es ist eine sehr explosive Startaufstellung hier. Wir haben Bottas hinter uns, Russell vor uns und hier haben wir es jetzt. 200 Meter sind es noch bis zum Feld. Mir wurde gesagt, oder ich habe gesehen, dass eine Schlaufe ziehen vor dem Ziel. Ja, es ist grün, okay. Ich habe mich leicht schräg hingestellt. Ja, konnte ich jetzt euch nicht mehr ändern. Mich hat Perez so hardcore irritiert, weil der die ganze Zeit so getuckt ist. Aber jetzt hier mal unser erster Start des Jahres. Die 5 Routen nicht, dass ich hinaus und wir haben hier einen besseren Start als George Russell. Aber auch als, what the fuck, mal Perez, was ist los mit dir? Perez, wir sind hier viel besser weggekommen. Nur jetzt stehen wir hier an. Wir haben hier 4 Plätze. Oh mein Gott, da hinten hat es eine Berührung gegeben. Zwischen Carlos Sainz Jr. Ja, und jetzt berührt er mich hier auch noch. Und ich glaube, das war Lewis Hamilton. Wir sind hier ein bisschen im Sandwich gelandet. Außen hatten wir nicht viel Platz, aber ich war überhaupt froh, dass wir so einen guten Start hinbekommen. Dachte ich überhaupt nicht. Also die Pace war, oh mein Gott, was macht denn Sainz hier für fette Fehler? Und die werden noch viel mehr werden. Das kann ich euch auf jeden Fall versprechen. Jetzt hier, zack, Windschatten. Ah, natürlich, ich darf nicht zu voreilig reingehen. Unsere Strapazierfähigkeit ist nicht so hoch. Ich werde deswegen auch nicht oft jetzt hier die ganze Zeit überholen drücken, weil das absolut sowieso keinen Sinn macht. Ich weiß, dass wir gegen die Ferrari noch keine Chance haben und deswegen werde ich da jetzt auch nicht zu hardcore auf Attacke gehen. Natürlich, wenn er einen Fehler drin hat, werden wir probieren reinzustechen, aber das wird jetzt auch nicht gerade gleich der Fall sein werden. Das war eine sehr deutsche, ein sehr deutscher Satz auf jeden Fall sein werden. Hier den Berg rauf, da sind wir auch gut, muss ich sagen. Da kannst du fast den Körper mitnehmen. Und jetzt im Windschatten. Jetzt im Windschatten robben wir uns hier ein bisschen. Wir können jetzt natürlich ein bisschen absetzen von Hamilton, weil der die gelben drauf hat. Mit den roten bist du natürlich gerade in den ersten 1-2 Runden noch schneller. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir das im Umkehrschluss nicht so werden. Wir hatten hier einen bisschen besseren Exit und ich glaube, das könnte reichen. Das könnte reichen, um hier Carlos Sainz Junior ein bisschen, oh mein Gott, jetzt ist das ja so, oder? Nein. Ja, innen wird schwierig. Oh, und der zieht da richtig raus. Wir können ihn innen, oh yeah. Wir haben ihn da innen ein bisschen, ja, kommt er gleich wieder zurück. Da kommt der Konter, links kommt er. Ja, aber wir können ihn ein bisschen abdecken. Ich will nur nicht zu viel abdecken. Und jetzt kommt der Ende der weirdesten Momente überhaupt. Da kommt er neben uns, ist aber neben die Strecke und hat zwei weggedreht. Einfach Russell und Carlos Sainz weg. Carlos Sainz wollte ein bisschen weiter nach raus und dann hat's und schon. Nein, das ist Lewis Hamilton. Und Lewis Hamilton macht hier einfach den gleichen Fehler. Die haben sich etwas hinter dieser Kampfgruppe jetzt eingeordnet. Aber das ist natürlich grandios, Leute. Das ist grandios. Jetzt ist natürlich Checo auch wieder an uns dran. Aber, ach du Kacke, die KI macht so Fehler. Ich dachte echt nicht, dass das heute so ein unfassbar lustiges Rennen werden kann. Das Problem ist natürlich, dass Checo jetzt hier uns ordentlich dran gibt. Pause. Wir sind natürlich um Meilen weg von Max Verstappen. Und da gab es wieder eine komplett weirde Kollision zwischen Leclerc und Verstappen. Und ich muss mir mal angucken, was überhaupt eine Kollision. Wir gucken uns das natürlich jetzt gleich mal an. Er kommt da nah dran, kommt auf den Körb, lenkt neben die Strecke und bleibt dann einfach stehen. Ich weiß nicht genau, was Leclerc hier vorhatte. Ja, hier sticht Checo schon mal rein. Der legt sich uns wahrscheinlich schon zurecht. Ich kann hier auch nicht stark mich wehren. Ich weiß natürlich, wir haben das unterlegene Auto, aber was für ein unterlegenes. Und hier links mit DRS-Hilfe kommt er natürlich ohne irgendwas vorbei. Verstappen aktuell in die Box gefahren und auch Hamilton, auch Leclerc in der Box.
Norrie jetzt auf dem vierten Platz, aber ja, wir haben jetzt keine Chance, um irgendwie dran zu kommen mehr. Ich kann nur noch, oh mein Gott, ja, das, oh mein Gott, da haben wir das Auto nochmal richtig abfahren können. Aber das war's eigentlich auch schon. Wir werden da jetzt auch nicht mehr uns irgendwie mit komischen, waghalsigen Manövern dran robben. Ich weiß genau, dass, ja, Checo Perez eines der besten Autos im Feld hat. Vielleicht sogar das Beste, was Schaden und Pace technisch drin ist. Ja, hier noch einmal zack rein und natürlich auch hier im Massivmodus. Ich möchte gucken, wie gut unsere Reaction ist. Ich habe das schon ein paar Mal vorher probiert in Silverstone und so weiter. Da hat 0,8 gereicht. Ich probiere es hier bei 0,7 und da war ich zu früh dran. Reicht aber immer noch für ein gutes Ergebnis von 2,9. Wir haben sogar 2,8 bekommen. Also bei perfekt, glaube ich, ist es zwischen 2 und 2,5. Also ja, viel, viel besser. Wir hatten natürlich ein, zwei Zehntel, hätten wir uns hier sparen können. Vielleicht sogar eine halbe Sekunde. Hätte aber, glaube ich, nicht gereicht, um Checo hier weh zu tun. Wird natürlich auch mit Upgrades vermutlich einfacher werden, besser werden. Ich muss ein bisschen Reifen aufwärmen. Das ist ja auch neu. In F1 22, ich habe das erste Mal, kann ich mich erinnern, ein bisschen aus der Box rausgefahren. Habe ein bisschen zu früh, zu schnell das Gas gegeben. Gewohnt halt noch von F1 21. Da hat mich direkt weggeschleudert. Dachte mir, ah ja, ist ja neu. Da gibt es seit dem neuen Game dieses Jahr auch, dass die Reifen überhitzen können. Und wieder gelb. Und diesmal so viel Glück kann man eigentlich nur im ersten Rennen haben. Max Verstappen mit einem Motorschaden und der Idiot lenkt drüber und bremst Leclerc, der gerade dran war, uns zu überholen. Also 5 Sekunden für Charles Leclerc und 5 Sekunden für Lewis Hamilton. Ich weiß nicht genau, für was Hamilton 5 Sekunden bekommen hat, aber ich weiß auf jeden Fall, dass wir heute der größte Lacker der Welt sind. Wir wären nicht mal aufs Podium gekommen. Wäre der Dreher von Sainz nicht gewesen, der Dreher von George Russell nicht gewesen, der by the way nur 5 Sekunden jetzt hinter uns ist. Sainz ist außerhalb der, ja, außerhalb unseres Radiuses noch. Perez führt das Rennen an. Ich glaube nicht, dass wir uns gegen Charles Leclerc stark wehren können. Ich weiß, ein Super wahrscheinlich und das war's dann schon. Aber, meine Lieben, wir sind ja dann immer noch 5 Sekunden. Ja, guckt euch das mal an. Ich habe einmal rüber gezupft und Leclerc schießt einfach durch, also. Ja, und da kommen wir auch nicht mehr dran. Schade, schade, schade. Ich hätte mir da echt ein bisschen mehr gehofft und vielleicht ein bisschen mehr erhofft. Aber das war mir auch klar. Der Ferrari ist einfach eine Macht. Und da rollt hinten wieder einer aus. Ich glaube, das ist... Da gab es eine Kollision zwischen unserem Teamkollegen und einem zweiten Fahrer. Der rollt hier in die Box rein. Steht auch jetzt... Jetzt steht es auch oben. Oh, das ist ganz langsam. Da gab es irgendeine dumme Kollision, die nicht schön ist. Ja, das gibt keine Punkte für den Teamkollegen. Auf jeden Fall nicht. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der dann noch die Punkte rausholt. Wir sind in der letzten Runde und wie zu erwarten, ja, ist Leclerc weggezogen. In 3 Runden, 4 Sekunden. Also der ist pro Runde die Sekunde schneller, die wir auch im Qualifying, die uns auch im Qualifying gefehlt haben. Man muss natürlich auch sagen, unsere Reifen sind sogar noch eine Runde neuer. Und vor allem ist George Russell jetzt, Gott sei Dank, wir können uns vielleicht messen mit Russell, aber das kann im nächsten Rennen schon wieder komplett anders aussehen. Wir können uns ja jetzt nicht sicher sein, dass unsere Pace hier stimmt. Und der Abstand zum Auto vor dir beträgt 4,4 Für deine harte Arbeit da draußen. Das war ein starkes Rennen und ein tolles Finish. Gut gemacht. Oh mein Gott, was bist denn du für ein Zombie? No front, no front, no front. Alter, ist die heiß. Und die gibt's gleich zweimal, sind das Zwillinge? No front, natürlich. Wir sind das hier mit dem Österreich-Helm, aber Checo natürlich verdient gewonnen. Der hat sich da auch durchgesetzt gegen Verstappen. Ich glaube, der ist an Verstappen vorbeigezogen. Adrian Newey kann sich auch freuen. Aber wir können uns eigentlich noch mehr freuen. Im ersten Rennen, durch so viel Glück, konnten wir heute das Podium erobern, was ich meiner Meinung nach einfach
normal genial anfühlt. Wir konnten durch so viel, das ist auch neu, der Tunnel. Wir konnten durch so viele Fails der anderen einfach hier gewinnen. Aus eigener Hand, denke ich mal, wären Top 5 unerreichbar gewesen. Also, wir waren zwar Dritter nach dem Start, aber Hamilton hatte eine ordentliche Pace drauf. Carlos Sainz, der hätte uns, denke ich mal, auch wieder geholt. Und auch, ja, dahinter George Russell, der war auch nicht schlecht. Also, ich glaube, da wären einige Kandidaten gewesen, die um einige schneller waren, wie wir hinter uns. Also, was denkt ihr, wo werden wir in der Weltmeisterschaft landen können? Das ist natürlich auch der dritte Platz in der Weltmeisterschaft für uns und für Checo Perez. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken, Leute. Wir sehen uns hoffentlich morgen oder später nochmal auf TikTok. Auch die Mega-Season sollte dieses Wochenende noch einmal rangehen. Und wir werden vieles probieren natürlich. Ich möchte auch die Hotlap fahren. Die werden wir auch in einem extrigen, die Pirelli Hotlap werden wir auch in einem extrigen Videoreihe fahren. Wir hatten ja 10.000 Schaden, aber nur wegen Carlos Sainz, der uns im Training den Flügelschaden zugezogen hat. Das ist natürlich jetzt sehr dumm gelaufen. Aber das war's. Ich habe hier nochmal umeinander geguckt. Natürlich ein effizientes Zeitmanagement, aber wir sind doch von der Motorleistung her das drittschlechteste Auto. Deswegen ist es umso besser, die 15 Zähler jetzt schon mitgenommen zu haben. Schaut gerne auf als_Tobi auf TikTok vorbei und auch gerne auf IT_Game auf Instagram. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Seid hoffentlich auch die nächsten Male dabei, wenn wir in unserer My Team Season richtig rasieren. Abonniert den Channel gerne, dass nichts mehr passt. Lasst gerne einen Daumen da. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis morgen oder später.